Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns die Lichtmühle etwas genauer an. Das ist etwas, was eher dekorative Zwecke erfüllt, aber die Physik dahinter ist spannend. Die Geschichte beginnt mit Sir William Crookes, das ist der Erfinder. Dieser war ein britischer Physiker, und Chemiker und hat vor allen Dingen unter anderem das chemische Elementalium entdeckt und auch Methoden zum Nachweis ionisierender Strahlen entwickelt. Die Lichtmühle oder Lichtrad, Radiometer, Sonnenmühle, wie gesagt, 1873 von ihm erfunden. Es handelt sich dabei, wie in dieser Skizze zu sehen ist, um eine Glaskugel. Im Innern befindet sich ein bewegliches Flügelrad. An diesem Flügelrad sind vier Glimmerblättchen, dessen eine Seite jeweils mit Ruß geschwärzt ist. In dieser Glaskugel ist kein Vakuum, aber halt ein geringerer Druck von nur 5 Pascal. Das sind 0,05 Millibar. Hier und so in der Umgebung hat man ungefähr 1 Bar, damit man mal einen Vergleich hat. Also es ist nicht kein Vakuum, aber es ist evakuiert. Das heißt, Luft ist herausgenommen worden, sodass da ein geringerer Druck als außen herrscht. Die Lichtmühle bei ganz normalem Tageslicht. Und bei Sonnenlicht. Und hier ist eine Lichtmühle. Ja, heute macht mir leider die Sonne nicht den Gefallen zu scheinen. Deswegen schummel ich hier etwas mit einer Taschenlampe, was aber im Prinzip nichts an der Physik verändert. Im Sonnenlicht rast die nahezu. Und ja, bei Tageslicht ganz, ganz langsam und mit der Taschenlampe ein bisschen schneller. Was passiert? Ich habe hier so Glimmerblättchen. Das sind Blättchen, die sind auf der einen Seite so silbrig, auf der anderen Seite hat man die mit Ruß geschwärzt. Dann ist ja schon gesagt worden, dass hier drin ein Unterdruck herrscht, kein Vakuum, das ist wichtig. Damit die funktioniert, muss noch ein bisschen Luft drin sein. Was man aber mit diesem Unterdruck erreicht, ist, dass die mittlere Weglänge, die praktisch ein Luftteilchen sich bewegen kann, bevor es mit einem anderen Luftteilchen wieder zusammenstößt, größer wird. Die liegt hier so ungefähr in der Größenordnung von 1,5 Millimeter. Das ist nämlich jetzt sehr wichtig, weil wenn ich jetzt hier nochmal mit meiner Taschenlampe komme, dann beleuchte ich ja diese Glimmerblättchen. Und die schwarze Seite, die wird etwas wärmer im Vergleich zu der silbrigen Seite. Wärmer bedeutet ja, dass die Teilchengeschwindigkeit, oder Temperatur ist ja ein Maß für die mittlere Teilchengeschwindigkeit, die ist dann sozusagen höher auf der dunklen Seite. Und das bedeutet, wenn von den Luftteilchen hier drin ein Teilchen auf die schwarze Seite kommt, bekommt es einen größeren Impuls mit im Vergleich dazu, wenn ein Teilchen auf die silbrige Seite kommt, weil, wie gesagt, auf der dunklen Seite sich die Teilchen in dem Glimmerblättchen schneller bewegen und daher ist der Impulsübertrag auf die Luftteilchen auf der schwarzen Seite größer. Und da der Impulsübertrag auf der schwarzen Seite größer ist, sorgt das natürlich dafür, dass es sich in Richtung der silbrigen Teile und sozusagen von den dunklen Seiten wegdreht. Und ja,
das ist die Lichtmühle.